bin Hermine Rundgeburt und habe hier auf dem Filmfest den Film in der, glaube ich, TV-Reihe Aufbruch. Also es ist quasi ein dritter Teil. Ich war hier schon mal mit einem anderen Film, oder für meinen Zweiteiler. Teufelsbraten, der hier auch diesen Produzentenpreis gewonnen hat. Und das ist quasi der dritte Teil. Also Hilla Palm, also ein Mädchen, die in einem sehr proletarischen Umfeld aufwächst, sehr bildungsfern, es schafft, auf die höhere Schule zu gehen, was in den 50er, 60er Jahren also keine Selbstverständlichkeit war. Und darum geht es im Prinzip. Und wir erzählen jetzt den Teil bis in den Eintritt in die Universität. Ja, das bietet sich eigentlich an, weil es ist nach Romanen von Ulla Hahn, das ist so semi-autobiografisch, nicht alles, aber ein großer Teil. Und jetzt entsteht quasi ein drittes Buch. Dieser Weg dieser Hilla Palm ist eben sehr, sehr spannend. Und ich denke, es erzählt sehr viel über quasi auch die Emanzipation der Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig findet man ja auch immer wieder Parallelen auch zur heutigen Zeit. Also dass die Frauen noch nicht wirklich angekommen sind in der Gleichberechtigung. Und das ist sehr interessant. Man kann das alles übertragen. Und auch mit dieser Bildungsferne oder auch, dass man eben auch aus kleinen Verhältnissen hat eben auch sehr viel mit den Deutschen, mit Migration im Hintergrund zu tun. Also dass da wirklich auch so ein Ehrgeiz ist, wirklich in die Gesellschaft oder auch wirklich relevant in der Gesellschaft vorzukommen. Ja, ich unterstütze ja Pro-Quote-Regie, bin da auch drin, weil das ist wirklich eklatant, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, wie gering oder wie weniger die Frauen halt eben im Film jetzt, ich spreche jetzt von den Regisseuren, vertreten sind. Und das ist klar auch im Denken, also was Regie anbelangt, schon in den Köpfen verbacken, dass es halt eben, dass oft dann Männer schon den Vorzug bekommen. Und ich bin auf jeden Fall für die Quote, 100%. Ja. Man könnte jetzt auch sagen, um wirklich eine radikale Quote, jetzt waren die Männer die ganze Zeit dran, jetzt fordern wir 100% für die Frauen, zum Beispiel. Ja, sehr viel. Also meine erste große Erfahrung war damals Die Mutter des Killers, die habe ich mitproduziert, der auch hier den Preis gewonnen hat. Und so ist das, es ist sehr wichtig für eine Initiation als Filmemacher. Und ich denke, dass es wirklich eine breite Aufmerksamkeit für den deutschen Film gibt und auch für den deutschen Fernsehfilm. Und ich denke, dass München meiner Ansicht nach jetzt neben Berlin das wichtigste Festival in Deutschland ist.